Auch heute, am siebten Tag in Malese, wurden wir wieder von der aufgehenden Sonne geweckt. Auf dem Programm für den Tag war als Höhepunkt der Besuch eines neu eingerichteten Kindergartens in der ca. 75 Kilometer entfernten Provinzhauptstadt Xai-Xai vorgesehen. Nachdem Schwester Elisabeth die notwendigen Vorkehrungen getroffen hatte, fuhren wir los. Auf halbem Weg besuchten wir eine kleine Gärtnerei, die zum Teil mit finanzieller Hilfe des Retzbacher Obst- und Gartenbauvereines, deren Vorsitzender der älteste Bruder von Schwester Elisabeth ist, errichtet wurde. Die Pflanzen kamen teilweise in der Anfangsphase von der Kongregation Malese. Heute werden hier exotische Pflanzen gezüchtet, zum Beispiel Mangobäume, Avocados, Apfelsinen und Zitronenbäume, Mandarinenbäume und weitere exotische Pflanzen. Schwester Elisabeth zeigte uns einen Baum, dessen Früchte ähnlich unseren Bohnen sind. Wir erreichten den Kindergarten in Xai-Xai. Die Kinder waren schon sehr aufgeregt über den angekündigten fremden Besuch. Auch hier wurden wir wieder mit großer Freude und Gesangseinlagen empfangen. Auch die Schwestern der Kongregation begrüßten uns sehr herzlich. Der neu errichtete Kindergarten lief noch in der Probephase mit wenigen Kindern. Im Endstadium sollen es nach 3 Jahren ca. 300 Kindergartenplätze sein. Elisabeth sagte uns, dass es der Wunsch der Schwestern von der Kongregation Maputo war, einen Kindergarten zu errichten. Für die Finanzierung wurden nun intensiv Wohltäter gesucht. Unter Vermittlung des Franziskanerpater Richard
erklärte sich die Diözese Würzburg und eine Welt Rottweil bereit, einen großen Teil der Kosten zu übernehmen. Die restliche Finanzierung übernahmen die privaten Wohltäter, organisiert von Pater Richard. Die laufenden Kosten des ersten Jahres trägt das Kindermissionshilfswerk. Von der ersten Planung bis zur Fertigstellung vergingen insgesamt 5 Jahre. Dieser Raum wurde vorläufig als Nähstube benutzt. In einem Jahr dient er Kindern als Spiel- und Aufenthaltsraum. In der Ecke dieses Raumes waren die Schlafmatten gestapelt und ein Junge zeigte uns, wie sie hier schlafen. Eine große und moderne Küche war ebenfalls vorhanden, jedoch noch nicht in Betrieb. Gekocht wurde noch im Freien. Auch ein kleiner Gemüsegarten für die Schwestern durfte nicht fehlen. Ein Wassertank für die hauseigene Wasserversorgung. Mittlerweile waren die Kinder hungrig und warteten auf den Mittagstisch. Die Teller waren gut gefüllt und es schmeckte wieder allen Kindern. Nach dem Essen brachte Schwester Christina einige Fußbälle, die Ronny mitgebracht hatte. Die Freude darüber war groß, auch bei den Schwestern. Mit vollem Magen lässt es sich gut schlafen. Vor dem Mittagessen bei den Schwestern zeigten sie uns ihr bescheidenes Zuhause. Eine einfach eingerichtete Küche, ein kleiner Speisesaal, die spartanisch eingerichteten Zimmer und eine kleine Hauskapelle. Wir verließen den Kindergarten und fuhren zum zentralen Markt von Chai Chai. Auf der Straße vor dem Markt hatten sich einige Jungs versammelt, die in ihrem Übermut ein Ballett mit Schubkarren veranstalteten. Am Morgen ging ein kleiner Regenschauer nieder, der die unbefestigten Plätze und Straßen des Marktes in eine Seenlandschaft verwandelte. Hier wurde alles, was die Menschen zum täglichen Leben brauchen, angeboten. Thank you.
Diese Jungs wollten wieder einmal ins Bild kommen. Als wir alles gesehen hatten, was zu sehen war, besuchten wir noch ein kleines privates Geschäft. Hier kaufte Schwester Elisabeth für den täglichen Bedarf des Klosters ein. Zwischen Geschäft und Straße ein Huhn, das mit seinen Küken nach Futter suchte, und Frauen, die Knoblauch anboten. Auf dem Rückweg kauften wir in einem Fischmarkt frischen Seefisch für den kommenden Freitag ein. Die Auswahl war sehr groß. Das Abwiegen der Fische geschah mit einfachen Mitteln. Zum Schluss bekamen wir in unsere Kühlbox noch ordentlich Eis dazu gepackt, damit der Fisch auch nach der langen Rückreise noch frisch ist. Auf unserem Weg zum Meer lag die Kommunität der Schwestern vom kostbaren Blut von Chai Chai, denen wir noch einen Besuch abstatteten. In ihrem kleinen Hof hatten die Schwestern eine riesige Palme mit reichlich Früchten stehen. Kurz nach Sonnenuntergang erreichten wir den Indischen Ozean, dessen Ufer ca. 10 Kilometer von Chai Chai entfernt ist.